Vielen herzlichen Dank, Compagnia Sackbahnhof. Eine unserer ganz tollen Demo-Bands, die wir hier in Stuttgart haben. Passend zu dem sonnigen Eisen der Mein Name ist Dr. Fließ, bin Geschäftsführer des BUND Baden-Württemberg und habe die große Ehre, Sie, euch heute Abend nach dieser ereignisreichen Woche zur 80. Montagsdemo hier vor dem Hauptbahnhof zu begrüßen. Unseren Gebärden Roland Martin wieder dabei haben. Außerdem wird Klaus Arnoldi zu uns sprechen und Walter Sittau. Es ist klasse, dass wir heute Abend so viele sind. Mit der heutigen Demo machen wir deutlich, dass wir hier zusammenstehen. Durch die Gewalt. Gewaltszene nach der letzten Montagsdemo, durch die Berichterstattung dazu und durch die Stresstestnachrichten erleben wir heftigen Gegenwind. Gemeinsam stellen wir uns in diesen Wind. Dieser Wind vor uns. Wenn wir zusammenstehen, dann wird uns dieser Wind stärken, so wie wir es als Bewegung gegen S21 schon oft erlebt haben. Zusammenstehen stärkt uns, auch dieses Mal. Unsere guten Gründe gegen Stuttgart 21 und für Kopfbahnhof 21 stehen weiterhin wie eine Eins. Auch wir werden weiterhin wie eine Eins stehen und friedlich, fantasievoll, kontinuierlich und gewaltfrei gegen unser Projekt, das wir nicht möchten, protestieren. Und diesen Protest lassen wir uns nicht verbieten, auch nicht von Herrn Grube. Und wir werden auch nicht dafür bezahlen. Und eine humorvolle Bewegung. Und das sieht man heute Abend daran, dass nur ganz wenige ihren Regenschirm mitgebracht haben. Wir sind Optimisten. Zu der ganzen Stresstest-Überrumpelungstaktik des heutigen Tages, des letzten Wochenendes der Bahn, sagt das Aktionsbündnis Stresstest so nicht. Tricksen und überrumpeln statt informieren und beteiligen, das wollen wir nicht. Diesem Motto der Bahn, überrumpeln und taktieren, folgen wir nicht. Wir als Aktionsbündnis stehen für eine reine Stresstest-Show am 14. Juli nicht zur Verfügung. Ein fairer Stresstest kann gerne am 14. Juli beginnen und dann in weiteren Sitzungen sorgfältig die Bedingungen und alles, was dazugehört, abklären. So haben wir den Stresstest vereinbart und nur so kann er stattfinden. Und was sonst noch wichtig ist zum Stresstest,
sagt uns jetzt Klaus Arnoldi, stellvertretender Vorsitzender des VCD hier in Baden-Württemberg. Bitte schön, Klaus.